Und hier muss ich mal eine Lanze brechen für Sabine Platz, eine Mitarbeiterin, eine Journalistin des ZDF. Die wird jetzt nun also wirklich durch die sozialen Medien gejagt, durch, das muss man sagen, rechte Vlogger, dass sie jetzt mal im eigenen Leibe erlebt, wie die wirkliche Welt so ist. Ich denke, die Frau Platz, die weiß das schon. Kinders, sie macht eine Sendung über Gärten, über Biogemüse und ähnliches. Ich habe die einmal gesehen vor relativ langer Zeit und ich fand die Frau sehr frisch und sympathisch, ihre Beiträge kompetent und sehr gut. Ist das nun alles den hohen Beitrag wert, den man da zwangsweise bezahlen muss? Natürlich nicht. Aber es ist ihr gutes Recht, auch mal zu sagen, was Sache ist in Deutschland. Und ein Land kannst du sehr gut beurteilen und daran erkennen, wie es rund um die Bahnhöfe zugeht. Ich habe das auch schon berichtet, schaut es euch mal an, in Beiträgen über Brüssel und den Brüsseler Hauptbahnhof. Das ist wirklich ein Shithole, der Brüsseler Hauptbahnhof der Hauptstadt Europas. Da fühlst du dich wie in einem Kriegsgebiet und auch das sagt die Frau Platz über den Frankfurter Hauptbahnhof. Und ich finde das sehr gut von ihr, dass sie das tut. Man kann jetzt eigentlich nur vermuten, dass sie seitens des ZDF auch irgendwann deswegen Schwierigkeit kriegen wird. Schwierigkeiten, denn wer das Maul aufmacht bei diesen Propagandasendungen, der hat eine kurze Halbwertszeit. Hallöchen alle miteinander. Ich bin gerade am Frankfurter Hauptbahnhof und ich habe hier heute Nacht übernachtet in einem Hotel am Hauptbahnhof. Das Hotel war prima. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was an diesem Frankfurter Hauptbahnhof rund um dieses Gelände hier los ist. So viel Elend, so viele Dealer, so viele offen auf der Straße sitzende Fixer und Fixerinnen, so viele kaputte, kranke, furchtbar in einem schrecklichen Zustand sich befindende Menschen, habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Noch nicht mal in Detroit. Das ist super krass. Und gerade bin ich an zwei Polizisten vorbeigegangen. Die Polizeipräsenz hier ist natürlich total hoch und bin hingegangen und habe gesagt, Respekt, ja, Respekt, dass Sie hier Ihre Arbeit noch machen, weil das ist richtig, richtig krass. Das ist nicht von dieser Welt, zumindest nicht von dem Frankfurt und auch dem Deutschland, was ich mal kannte. Dass das Frankfurter Bahnhofsviertel krass ist, okay, aber so offen gelebtes Elend habe ich wirklich noch nie in diesem Land gesehen.